Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Andy Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir hier in einen Weg entlang gegangen im Turm Titania, meine ich, die Gefängnisinsel, wo wir ganz am Anfang ausgebrochen sind. Und ja, jetzt versuchen wir noch den Rest hier zu erkunden und für uns hier zu erobern. Und ja, gucken wir mal. Sind schon wieder Gegners. Da ist ein Fragezeichen, das sieht schon verdächtig aus. Du blöd. Haben wir hier Boss, Mini-Boss? Ach nee, sind wir, oder? Nee. Ja, mal jeden trotzdem. Hier ist eine Schatztruhe. Ich wusste nicht, ob ich Truhe oder Schatzkiste sagen wollte. Deswegen Strohe. Schuhe. Müdigkeitswert. Das kommt gerade wie gerufen. Eleanor. Gut. So, jetzt haben alle bis auf Eisen hier was zum Lernen. Ringemäßig. Das ist auch was, ne? So, wir sind ja wieder auf der Gefängnisinsel. Laufen wir mal wieder mit Velvet rum. Müssen aber ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, ne? Ich gehöre nicht zu den Let's Playern, die immer nur den gleichen Charakter spielen. Ich meine jetzt nicht auf der Karte, auch im Kampf oder so. Da finde ich sowas von tot langweilig. Habe ich schon so oft angesprochen. Ich weiß, aber trotzdem. Hi. ちょっと。なんでスルーしようとするの?できればお会いしたくなかったっす。お客さんに会うとお赤字が膨らむんすよ。ベルベットに無理難題を強いられているのですか?おお!大魔師様!温かいお気遣い恐縮っす!別に強いてない。ただ、こいつが割増料金を取ろうとするから。割増料金?それは 二重価格表示ということですか?不当な販売法は、清涼が厳しく禁じているはずですが。行く!とんでもないっす!ホワイト亀屋は25時間メールを会計!いつでもどこでも通常のお買い上げいただけるっすよ!助かるわ。エレノは、お客様の笑顔をあげといて。行商は大変でしょうが、頑張ってくださいね。 So, was ist ein neues? Erlogen und ja, die Zusammenarbeit in dieser Welt macht mir Angst, ja. Und ich muss diese Leute spielen, du hast ja gar nichts. Pfui, ich spuck auf dich. Er spuckt auf euch. Daniro spuckt auf euch. Ja, meine Spucke macht Geräusche wie eine Peitsche. Ja, wo muss ich hier genau hin? Das ist so verwirrend hier. Warte mal. Da war ich genau. Nördlicher Wachturm. Okay. Oh Gott. So. Hier war ich noch nicht, Fragezeichen. Ja, irgendwo haben wir Roku getroffen, glaube ich. Gehen wir mal da lang. Ich glaube, da konnten wir gar nicht lang damals, ne? Untergeschoss 3 ist das, wo wir hin müssen. Also können wir ruhig hier hingehen. Das sieht voll gespiegelt aus von dem anderen Ort, wo wir gerade herkommen. Ein zweiter Eingang oder irgendwie sowas. Auch kein Boss, alles klar. Wenn wir so einen Fischköder bekommen, können wir irgendwann angeln. Okay. Kräuter. Ja, Kräuter zum Rauchen. Nein, wieso bekomme ich jetzt so viele Fischköder? Vorher habe ich noch nichts bekommen, jetzt bekomme ich die ganze Zeit welche.
Hier ist nix. Doch, was? Hinterm Fass war das. Muss schon sagen. Okay, das war's. Ah! Dann ist hier bestimmt neue Sonne. Oder auch nicht. Hallo? Danke. Danke. Zerstören. Okay, dann. Ja, ein Ort abgehakt, sehr gut. Nach und nach. Weil die war in der letzte Dungeon, was wir hier besucht haben. Schon als Äonen her. Und ich verlange, dass ich mich daran noch erinnere. Und sie sieht mich nicht. Was? Nördlicher Wachturm. War ich da schon? Wahrscheinlich. Gut. Ja, das ist eine Truhe, also war ich hier noch nicht. Von da aus sind wir irgendwie oder auch nicht. Boah. Ja, sind wir mit ich glaube Ceres vorhin gelatscht. Ich weiß nicht mehr, ist schon so lange her. Hallo, da war bestimmt schon vor einem halben Jahr oder so. Und spiele ich überhaupt hier schon? Ich spiele schon 65 Minuten. Wie kann das eigentlich sein? Durch so viel offscreen irgendwie machen. Ja, komm mal her. Ach Mann. Und schon wieder absorbieren. Ich wollte meine Mystik gerade einsetzen. Leute. Ich will den hinter dir treffen, aua. Ja, versucht zu zaubern, wie blöde. So. Boah. Ach man. Verdammt. Oh, blöde. Und zack. Mystic Art, komm. Wir haben so viele Mystic Art jetzt raus. Bum, 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 bum. Bob. Ei, Bob. Also echt schnell Mystic Arts hier hochbekommen, ey. Walküre, was ist das? Kriegsarzt 5000, okay. Oh, das wird lange dauern, bis 40.000. Da war ich schon gut. Dann bleibt ja nur noch ein Weg. Bin ich gut. Da war ich auch schon, aber der andere Turm, genau. Da ist der tanzende Turtles. Go Power Turtles, warte. So, dann gehen wir jetzt zum offiziellen Weg, würde ich sagen. Außer da, ja okay, da sind die ganzen Gefängniszellen, das weiß ich noch. Oh Gott. Wie alle jetzt noch mal abklappern. Wenn da wahrscheinlich nichts ist. Joink. Ja, Monster sind ja wahrscheinlich, ey. Aha. Schon Kräuter, Gegenstände, irgendwas. Truhen sind da gar nicht eingezeigt. Nein. Oh Gott. Sie haben wie ein Pokémon. Sie haben wie so ein Pokémon. Hm? Hm. Wegen ein paar Seelen, ja. Wegen einer Seele. Ich habe wieder 900. Ich habe wieder genug. Sie haben wie so ein Pokémon, so da. Gib mir das.
Man müsste hier mal abwehren, wenn ich mit ihr angreife. Ich komme noch nicht dazu, ihre zweite Mystikart dadurch einzusetzen. Weil selbst Luffset schafft es ja einfacher. Buff, frisst Papier. Nein. Du, hör auf damit. Und stech ich dich. Sektor 32, die ganze Zeit. Komm her, buff. Und komm her, buff. Komm her, buff. Blitze, nee, Eis. Jetzt aber. Nee, Wind. Wir haben gesehen, wie jemand. Nein. Ja, du, Luffyset ist das, ne? Mit diesen Riesenblasen. Da frisst er das. Sehr gut. Was war alleine eine Mystikart? Finde ich gut. Ich bekomme nichts Neues. Habt ihr überhaupt irgendwas Neues? Ich sollte vielleicht mal nachgucken, ob die Gegner hier hinterlassen. Stimmt, nur neue Sachen. Aber wenn wir... Die Situation hat mich kurz übermannt. Warte mal. Wo kam ich nicht? Nein, ich bin so... Hier war ich gerade drin, ne? Ja, hier war ich drin, glaube ich, ja. Marillo, sag mal den ganzen Hexen, die sollen aufhören, uns zu verfolgen. So, wir folgen uns hier nicht in diese Kammern hier. Das ist doch eine gute Sache. Die machen voll ein auf Hühnchen. Hühnchen. Obwohl Hühnchen kochen. Magilo ist gerade am Kochen. Hat noch Stufe 6, das heißt, das dauert noch ein bisschen. Ab Level 8 tue ich wieder wechseln. Mein Gott, lass mich doch nicht hier dieser Ort hier abklappern, wenn hier sowieso nichts mehr ist. Ich hätte ja mal hier Sachen nachfüllen können oder irgendwie was Neues platzieren können, aber nein. Aber nein. Da muss ich jetzt lang, da U2 war das, glaube ich, ne? Ich muss nach U3. Ja, wir waren schuld. ベルベットもわしもろくろもこの島に捕まっておってのだつごくするためにベルベットが囚人たちをそそのかして暴動を起こさせただけじゃよ。 囚人たちを利用したのですか？そうよ。私らしいでしょ。暴動はどうなったの？最後まで見届けたわけじゃない。あ、オプサラ。鎮圧されかかっていた。はずなんだが、なぜか隊員たちは消えちまってる。オスカーは報告のために帰還しましたが、警備隊員たちは駐屯を続けていたはずですが。撤退したのでなければ。 駆逐されたと考えるべきだろうな。首のない騎士のゴーマとやらにかえ。それはすにおんどうしょ。あとしまつはつけるわよ。あずだ、まくまつはそんさおいままくん。まずすくどうこう。ゴーマをくらい合わせて強力なゴーマの警報か。おいぜ。 孤独ってのはゴーマを何匹食えばできるんだ。孤独に必要なのは数より質、強力なゴーマの強い汚れだと聞いている。そう、孤独の本質は食らった汚れと己の汚れを混ぜ合わせ暴走させることじゃ。異常な力を得られる代わりに事故というものは完全になくなるがの。うん、化け物を通り越してただの 力と汚れの塊になるわけか。 六郎、まさか
孤独を試してみようなんて考えてませんよね。よ、当然考えたぞ。強くなる手段だからな。本気で言っているのですか？今更驚くことでもないだろう。ベルベットだって散々ゴーマを食ってる。あなたという人は、ろくろの言う通りよ。復讐を果たせるの、何でもない。ベルベット、まさか孤独を行うつもりじゃ。 心配はいらん。孤独なんて使わないさ。化け物になるのは構わんが、仇を倒すのは自分じゃなきゃダメなんだ。俺もベルベットも。それに孤独で生まれたゴーマをぶった切れば自分でやる必要はないしな。あなたという人は、あなたはあれがすっごい。 Frage mich, wie das Spiel ausgehen wird. Weil dieses, ja, ich muss alles tun, um Artorius zu töten, um stärker zu werden und so. Das, wie mache ich das hier kleiner? Höher einstellen. Da geht's zum dritten, da geht's, wird weiß ich wohin. Wenn man das ganze Spiel irgendwie damit verbringt, irgendwie auf Rache irgendwie. Oh Gott, hier ist auch noch was. Auf Rache aus zu sein, dann weiß ich nicht, dass man besser ein gutes Ending haben, weil sonst weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich jetzt erklären soll, aber ja, weiter, was ich meine, oder? Leeren Normin Hut Eisen, leeren Normin Anzug Eisen, ja, den dieses Kostüm brauchte ich unbedingt. Ich auch oben wieder ein Angel. Die ganzen Dinger mache ich jetzt hier nicht auf. Oh. Noch mal, ich habe von jedem hier abgebrochen. Puff und zack. Und Wasser und noch mehr Wasser und noch ein kleines bisschen mehr Wasser und Magie absorbieren und Feuer. Was irgendwie nicht bei mir irgendwie was bringt. Hi. Ja, wenn man das ganze Spiel irgendwie dazu darauf zubringt, irgendwie, ja, ich muss alles tun, um stärker zu werden, dann gleich ist doch bei Exilia auch so gewesen. Spoiler übrigens, weiß ich nicht. Mila wollte ja, hat ja die ganze Zeit gesagt, ja, es ist meine Bestimmung hier, ich bin der Herr der Elemente oder so. Deswegen muss ich das hier alles machen und ich werde mich von nichts abhalten lassen. Kombo-Künstler. Okay. Ich verstehe diese Titel nicht. Ja, jedenfalls Spoiler. Irgendwann am Ende stellt sich heraus, Spoiler, sie ist nicht Maxwell, also der Herr der Elemente und so, sondern irgendwie nur so eine... eine Kopie halt von ihm oder von ihm erschaffen worden. Ich weiß das jetzt nicht mehr so genau. Er hat Angriffskraft. Hm. Was man das? Und ja, weil ich da hat sie trotzdem immer noch gesagt, ja, ich mach trotzdem, weiß ich nicht, also auf meine Weise und so. Das ist irgendwie komisch, ey. Was? Ich mag so. Ich mag so Stories nicht, wo irgendwie Charaktere immer nur darauf auf sind, so ja, das ist meine Bestimmung, ich muss das machen und so. Das ist bei fast jeden Problem ist, das bei fast jeden Rollenspiel so. Meistens in japanischen Rollenspielen, auch in Tales of Symphonia. Colette war irgendwie die Auserwählte. Hat deswegen gedacht, ja, ich muss alles alleine machen und so. Ich darf niemanden damit hineinziehen und so, weil es meine Bestimmung ist und also was. Es in jedem Spiel so, habe ich so das Gefühl, und das, weiß ich nicht, bin so ausgelutscht irgendwie. Oh mein Gott. Und so eine Rache-Dingens ist ja wieder eigentlich genau das gleiche, ne? So eine Rache-Geschichte, ja. Ein Rachefeldzug. Nur anstatt irgendwie, ja, ich möchte jemanden damit hineinziehen oder so, oder... ich muss es machen, weil es meine Bestimmung ist. Bedeutet,
In dem Fall ist es jetzt hier eigentlich nur, ja, ich muss mich an ihn rächen. Und ich werde alles tun, was ich tun muss dafür. Egal, wie ich dafür in Gefahr bringe oder töte oder unmoralische Sachen mache oder so. Ist auch nicht so eine gute Einstellung. Ihr versteht doch, was ich meine, oder? Ihr seid doch noch da, oder? Sind denn noch alle da? Puff. Hätten doch schon ganz schön viel aussieht, naja. Ja, so schön, dass die Kämpfe so übersichtlich sind, ey. Ich hab seit kurzem jetzt mal wieder angefangen. Oh. Vulcan des Kreas. Schmuck, geil. Auf amerikanischen Subkontinent entdeckter Miniaturobelisk. Offenbar handelt es sich um einen künstlichen Kristall, der von einer aktiven Zivilisation gefertigt worden wurde. Welche Methode dabei verwendet wurde, ist nicht bekannt. Schneid und Mumm. Kristalleisenmeer. Ohrenschützer. Haben wir hier alles? Nee. Aber ich glaube, wir können jetzt hier aufscreen, hier was hinschicken, weil jetzt nur noch irgendwie so ein Verbrauchsmaterial oder irgendwie sowas zu entdecken. Ja, wir haben alle wichtigen Sachen hier schon gefunden. Schneid und Mumm, mit Niederlagen kämpfen auf. Was wir brauchen, sind Schneid und Mumm und Standheftigkeit. Ersetzt hat dann die Ränge, die vorherigen Ränge? Ich glaube ja, ne? Sonst wird es dann nicht so bringen. So, hier sind wir. Hier waren wir doch, das war ganz am Anfang schon hier. Wir müssen jetzt eigentlich gleich in die Gefängniszelle von Velvet hier kommen, irgendwo. Ja, hier ist die Gefängniszelle von Velvet, da weiß ich noch. Wo wir angefangen haben hier im Gefängnis. Und wenn jetzt der Boss kommt oder so. Ich würde gerne noch irgendwo speichern oder irgendwie sowas. Ich kann schon wieder angelaken. Köder, was auch immer. Hi. Bist du der kopflose Ritter, den ich suche? Nein, da ist jemand anders. Hi, was geht, na? Dann komme er her. Antike Rüstung. Bis Level 44. Boah, die sind alle so hochgelevelt. Du hast nix. Werden wir dich besiegen können? Du hast keine Beutegegenstände. Mach mich irgendwie, weiß nicht, stutzig. Und doof. Es zieht so gut wie nix ab. Bist du anfällig gegen Wasser und nicht elementar? Gut, wir haben Magillo und Lafayette dabei. So, falscher Knopf. Und mit Viereck jetzt blocken, aber mir so eine Aufladung zu machen, aber ja nicht Tales of Grace F, ich glaube das war da, ja, Tales of Grace F, da konnte man die Viereck blocken. Wer macht man ja mit L1? Geh weg, ein close up auf Magillos Body. Wir machen den fertig gerade, er kommt irgendwie gar nicht dazu anzugreifen, habe ich so das Gefühl. Au, schon wieder so verpowert, hallo. Noch keinen Sinn. Oh, der Angriff dauert lange. Sehr gut. Mein Gott, der ist schon leicht tot. Ja. Weißen, pass auf, feig nicht im letzten Moment. So, das war schon. Was? Das war einfach. Oh Gott.
Da ist noch ein Bosskampf. Der war jetzt ein bisschen einfach. Der hat auch nichts hinterlassen. Das macht mich verdächtig. Stimmt ja. クーマ。監獄党は囚人の出す汚れをクーマに食わせる餌場だったのだな。だがベルベットが脱走したせいで汚れが溢れた。モアナの村と同じことが Stimmt. アルトリウス様がそんなことをするはずが。そんな、どれのことよ。病弱な弟を生贄にしたこと、クーマになった妹を監禁したこと、全部あんたがたたえる同志様がやったことだ。カノナ氏の力を手に入れるために。きっと何かお考えが。どんな Irgendwie habe ich das kommen gesehen. Sag's nur. Moana, nanjo? Donnerte Genjo ga kikoeru you ni natte shimatta no ka? Irgendwie habe ich das kommen gesehen. Sag's nur. Moana ni nanika hatta no kama? Demo mou kubi nashi no kishi wa taoshita yo. Demo kimi ni narimasu. Onegai desu. Hiruma ni modorimashou. Okay. Wahrscheinlich erstmal in der nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Ich würde erstmal hier einen Schnitt machen. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas Geiles hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.